12. Dezember, Alma Johanna König. Sie wurde 1887 in Prag geboren, so wie Gertrude Urzelin, nur ein Jahr früher. Und als sie ein Jahr alt wurde, da zog sie mit ihren Eltern nach Wien. Und sie besuchte dann später, als sie zur Schule gehen konnte, eine Mädchenschule, und sie war aber sehr, sehr oft krank und verpasste deswegen ziemlich viel vom Unterricht. Und sie hat sich aber in Geschichte und Literatur extrem viel selbst beigebracht. Und dann begann sie Geschichte zu schreiben unter dem Namen Johannes Herdan. Herdan war der Mädchenname ihrer Mutter. Und irgendwann danach hat sie jemanden kennengelernt, der hieß Ehrenfels mit Nachnamen, und sie heiratete dann und hieß dann auch so, und es war ein Konsul, und sie ging mit ihm 5 Jahre lang nach Algier, aber noch nicht jetzt, weil bevor sie dorthin gingen, da veröffentlichte sie ihren ersten Roman, der hieß Der Heilige Palast, und darin erzählt sie das Leben der heiligen Theodora. Und dieser Roman sorgte für ganz, ganz großes Aufsehen, weil er nämlich so erotisch ist. Und dann ging sie nach Algier, und es war nicht so lustig dort, weil nämlich der Konsul Ehrenfels war nicht so der beste Mann für sie. Also sie irgendwo steht, dass die Ehe emotionell und finanziell ruinös gewesen sei. Und sie haben sich dann auch scheiden lassen. Sie hat aber in der Zeit in Algier hat sie dann noch einen Roman verfasst, und der ist autobiografisch und heißt Leidenschaft in Algier. Sie wurde im Jahr 1942 ermordet. In einem Lexikon steht, dass man nicht genau weiß, wo, also dass sie quasi als verschollen galt, und dass es wahrscheinlich im Ghetto von Minsk war. Und im Internet steht aber, dass in Mali Trostinetz war, wo sie sofort nach dem Ankommen umgebracht wurde. Einsam bin ich. Es wob mir die spinnende Parze keinen Faden, dem andere sich goldig verflechten. Nein, er flattert haltlos, wie sonnenbeglänztes Spinnenwerk des Herbstes. Einsam blieb ich. Es ward mir kein Häuschen gefüget, bunt von Blumen, kein Herd mir vom Gatten errichtet. Keines Kindes Gelalle grüßt mich und rufet der Mutter. Ach, keines Kindes. Müde treib ich hinab den Strom meines Lebens, rühre die Ruder nicht mehr, wohin mich auch immer Strömung treibt oder Wind oder Götterbeschließung. Ich will's erdulden. Ruhiger rauscht schon der Fluss und rauschet die rinnende Welle meines brausenden Blutes. Schon sehe ich neblige Wiesen. Treibend streift Zweige mein Boot, und unter hängenden Weiden neige ich den Scheitel.